Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Dota Auto Chess Video. Noch immer schaut ihr es sehr gerne, was mich sehr freut. Viele dachten ja, nach ein, zwei Wochen ist der Hype vorbei und dann interessiert sich keine Sau mehr dafür. Aber tatsächlich, es ist immer noch heiß begehrt. Und es macht halt einfach Spaß. Ne? Dementsprechend, es freut mich sehr. Gut, was denn der Plan? Wir gehen erstmal mit dem Sneaky Beaky Goblin hier rein und dann gucken wir mal, was so wird. Na, bin sehr gespannt. Ich habe nichts vorbereitet, ich habe keine Strat oder so. Wir gucken einfach, wie sich alles entwickelt und werden dann einfach mal reinspielen hier. Wir kämpfen gegen eBay, oha. Also wir haben Knight 1, Pawn 9, Knight 3, Knight 5. Moment, was war Knight und dann Bishop 2, Pawn 9, Knight 6 und Knight 5 sind wir. Erstmal übersetzen hier, ey. Alright, gucken wir mal. Ja, jetzt kann ich nicht mehr Nein sagen. Der Timbersaw ist einfach zu geil. Ja, den will man auf jeden Fall haben. Deswegen gucken wir mal, ob wir damit auch was anfangen können. Zwei Enchantresses hier. Hier haben wir ein paar Max. Hier haben wir Max. Oder doch ein Timbersaw, das ist ein bisschen schade. Wir haben unseren Tinker nicht gekauft, den wir gesehen hatten. Clockwork. Ich werde dafür locken. Denn wir kennen das ja, in der dritten Runde kommt immer das, was du nicht brauchst. Natürlich wäre es eigentlich... wir gambeln drauf, dass was Gutes kommt. Aber normalerweise ist die dritte Runde keine gute Runde. Muss man einfach mal sagen, ne? Aber trotzdem, wir versuchen es. Es wäre jetzt halt der Mac-Bonus, den wir uns kaufen würden, plus ein Goblin-Bonus. Das heißt, es wäre ja nicht schlecht. Aber... Bro, ich bin einfach so. Ich kann dafür nichts. Ups. Ja, ich muss das tun. Ich muss darauf hoffen, dass jetzt zwei Timbersaws da kommen. Ich hab's verdient. Wir wollen nicht weiter darüber reden. Ich hab's einfach verdient. Ja. Gut. Legen wir einfach einen Slug mit rein. Schließlich haben wir dann den Assassin-Bonus ab der nächsten Runde, falls wir noch einen kriegen sollten. Ist jetzt ein bisschen belastend hier, aber wir kämpfen nochmal eine Runde gegen Creeps, deswegen geht das noch. Vielleicht haben wir nächsten Runde noch Mac oder so. Ein Assassin. Assassin oder Mac? Also eins muss doch drin sein, oder? Jetzt kommen so fünf Warrior. Nice. Freut mich nicht. Damit. Das sollten wir aber locker machen. Timbersaw ist halt absolute Tank auf Level 1 und burstet halt einfach alles weg. Sehr schön. Gehen wir ihm auch direkt. Gehen wir unserem Slug, damit er schnell Mana voll hat für seine Wölke. Gegen strahlende Kriecher. Es ist so awkward. Come on. Alright. Okay, dann haben wir jetzt den Goblin und den Mac-Bonus. Ne? Ganz standardgemäß. Und wir haben einen zweiten Timbersaw, was echt ganz gut ist. Ein weiterer Assassin ist hier nicht auf dem Feld, also hier in der Bank. Deswegen alles cool. Er hat sich Mac gekauft, einfach nur, weil er das kann. Mages anscheinend oder so. Oh, okay. eBay geht shoppen. Hat aber auch schon hier seinen Timbersaw. Ich glaube, wir stehen aber mit so weit ganz gut. Wenn wir nächste Runde tatsächlich noch einen Timbersaw kriegen, wäre es insane. Level 2 Timbersaw in der fünften Runde wäre schon echt gut. Einen Goblin-Bonus haben wir leider auf dem Tinker. Wir hätten ihn lieber auf dem Timbersaw gehabt, aber passt schon. Die Faust hat nicht so viel Schaden gemacht. Ihr Heal wäre ein bisschen kritisch, deswegen kann er seine Ulti vielleicht hier mit bursten. Das wäre ganz nice. Yes. Ah, wo ist sie denn gestorben? Durch Timbersaw? Kann sein. Naja. Wir haben gleich auch einen zweiten Timbersaw drauf, anstatt den Slug. Außer wir kriegen noch einen Assassin rein. Mal gucken. Kein Assassin. Aber ein Lycan. Nee, warte mal. Wir machen das mal so. Ich denke, das ist die beste Strat, die wir jetzt fahren können. Ja, denn wir haben jetzt auf alle haben wir den Mac-Bonus. Ja, easy peasy. Können wir... Nein, können wir nicht. Ich habe gerade überlegt, ob wir wirklich Full Mac gehen. Das wäre ziemlich krass, ne? Wenn wir hier mal gucken. Gyrocopter und Techie sind halt noch Macs. Ansonsten war es das. Level 2er Ex, Level 2er Beastmaster, wenn wir die besiegen, wäre schon ziemlich nice. Aber ich glaube, wir schaffen das, naja.
Das war der stärkste Gegner, den wir hätten kriegen können, glaube ich. Gewinnst du etwa gegen uns? Nee, unser Ulti kommt gleich raus hier, ja. Das sind wir, ne? Ja. Wunderbar. There's a price on all their heads. Ah. Ich hatte überlegt, ob ich einen Beast kaufen soll für Lycan. Das heißt, dass wir dann noch einen Beast-Bonus dazu kriegen, wenn wir ihn mal aufs Feld stellen sollten. Ich stelle ihn mit aufs Feld. Wir kaufen ihn aber nicht. Ah, wir können ihn kaufen. Nächste Runde verkaufen wir ihn eventuell wieder so. Müssen wir mal gucken. Oh, ein Shadowfiend. Aber unser Timbersaurus steht extrem gut. Ja, perfekt. Wird es die 100er Runde? Ja, mal gucken. Bin gespannt, ob wir noch einen Timbersaur oder so kriegen. Na? Kämpfen wir noch Enchantresses gegeneinander oder so? Dr. Klinker, also ja. Besser. Wir können noch nicht. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich vorhab. Ich habe überlegt zu verkaufen, um halt Beast aufs Feld zu bringen. Für den Beast-Bonus noch extra und einen Creep mehr, sodass wir halt unseren Winning-Streak behalten können. Und, ja, so lange wie möglich auf 100 HP bleiben. But no. Oh, schon wieder gegen ihn und diesmal hat er aufgerüstet? Hat er den Task-Level 2 eben schon gehabt? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir kämpfen tatsächlich jetzt wieder gegen den stärksten Gegner. Das ist ein bisschen schade. Also, ziemlich unlucky, muss ich gestehen, dass wir jetzt tatsächlich gegen ihn gespielt haben. Wir hätten auch mit einem, mit einem Beast wahrscheinlich auch nichts reißen können. Er hatte den Hunter-Bonus. Und das halt mit einem Level 2er Beastmaster, da kannst du halt nichts machen, ne? Der alte Bauer. But alright. Wir kriegen halt auch jetzt keinen Level 2er zusammen. Den Tinker nicht, den Clockwork nicht, den Bounty Hunter nicht, den Lycan nicht. Das ist schade, ey. What's the plan, boys? Wir chillen. Ein XP, nächste Runde sind wir Level up. Jetzt ist es eh nicht mehr, jetzt ist es eh egal, ob wir jetzt aufleveln oder nicht. Wir haben die Winning Streak verloren. Natürlich wäre es schön, jetzt nicht mehr zu verlieren, aber trotzdem, naja. War halt klar, es war jetzt gegen einen schwächeren kämpfen, auch wenn er Level 2er Draw Hunter hat. Oh, das ist auch eine Level 2er Ench, sehe ich gerade. Wir sind nicht so stark, wie ich dachte. Hast du? Nee. Das ist die Ench, die halt da gut was macht. Belastend. Naja, okay. Da ist unser Upgrade. Just kidding. So, wir haben unser Level up, dann haben wir ihn mit aufs Feld. Hier, lass mich gucken. Brauchen wir von irgendwas? Nein. Verkaufen wir etwas, unser Incoming ein bisschen zu fixen? Nein. Weil, falls wir Level up gehen, könnte es sein, dass wir halt Assassins mit aufs Feld bringen. Wir haben einen sowieso, wir könnten einen anderen, ne, mit aufs Feld bringen und dafür irgendwie irgendwas runter hier von dem Mac oder so, wegen Goblin und den Slug haben wir auch noch. Ihn haben wir jetzt aber auf dem Feld wegen dem Beast-Bonus. Deswegen, es ist most likely so, dass wir die auch wieder verkaufen werden. Würde das 1, 2, wir kriegen, okay, wir kriegen genug Gold wieder. Okay, dann gehen wir jetzt auf Gold. Können auch unseren Stein mal hier abgeben. Oh, no. Geben wir an unseren Clockwork. I run like a clock. Ich hatte nämlich überlegt, ja, dann irgendwie noch Assassins zu addieren. Aber ich denke, das ist nicht notwendig. Wir werden noch andere Kombinationen bekommen. Und wir haben drei Goblins auf dem Feld, die wir sowieso nicht ersetzen werden.
Jetzt blocken sie hier meine beiden Slots, weil ich sie verkauft habe, die Säcke. Aber das ist kein Problem, wir haben jetzt die 10. Runde. Da kommen die Golems dann. Ja gut, dann kaufen wir nichts. Brauchen wir nicht. Natürlich könnten wir runterkaufen auf 10 Gold oder so, weil wir eh keinen Interest dann kriegen und dann nächste Runde verkaufen, sodass wir wieder 20 Gold haben. Bla, wie das halt die Profis machen, aber... Na, dafür bin ich viel zu faul. Na Quatsch. Aber... Ich habe eh nicht darauf geachtet, was die anderen Leute gekauft haben, deswegen muss ich auch nichts wegkaufen. Kannst du bitte deine Ulti machen? Okay. Immerhin. Das dürfen wir trotzdem schaffen. Vor allem wegen unseren Wölfen, wenn er sie spawnt. Er hat sie nicht gespawnt. Schaffen wir aber trotzdem. Easy peasy. Oh, haben wir eine Claw? Ne, haben wir nicht, ne? Ah, das ist schade, Alter. Das ist ein nices Upgrade, Alter. Wir haben leider kein Damage-Item gehabt. Wir lassen das erstmal in unserem Inventory. 5 von 6 haben wir jetzt. Ne, wir hauen den zweiten Mac mit aufs Feld. Der hat nämlich sowieso noch den Mac-Bonus dazu. Ansonsten haben wir nichts, was irgendwie kombinierbar wäre. Wir haben keinen Undead auf dem Feld. Wir haben Beast, haben wir sowieso. Kein weiterer Assassin wird uns etwas bringen. Jetzt an diesem Augenblick gerade. Deswegen stehen wir einfach mal so. Timoso 2 hat der eBay auch. Und er hat einen Tinker 2. Aber ein Clockwork 1. Ein Chantress 2. Wir stehen besser da. Ja. Er hat den Goblin-Bonus drauf, ne? Okay. Wenn er sammelt seine Ulti los. Ah, okay, alles gut. Du hast deinen Stun. Der leider nicht ausgereicht hat. Aber trotzdem schaffen wir das, ja. Sehr schön. Sind wieder in der Winning Streak. So muss das. When the strong shall eat the weak. Gut. Lass mich überlegen. Wir hauen Troll mit drauf. Du kommst raus. Goblin-Bonus. Wie gut bist du? Machen wir das so. Jetzt haben wir nur zwei Macs. Das ist aber nicht so schlimm. Den Mac-Bonus haben wir dadurch so oder so. Wir haben jetzt aber leider nicht den Goblin-Bonus. Der ist aber auch sehr random. Das bedeutet, wenn er auf Lycan ist oder so, ist es okay. Aber es ist nicht krass. Wenn er auf Timoso zum Beispiel ist es insane gut. Es ist ein Zweier Shadow Fiend. Er ist schon auch ein bisschen lucky. Ich meine, wir dürfen uns jetzt nicht beschweren so. Alles cool. Aber das ist auch schon ein bisschen lucky. Immer gewonnen. Er hat seine 8er Winning Streak hier mit seinen... Ja, aber er hat nicht groß geupgradet. Kann sein, dass da irgendwas fehlt oder so, aber trotzdem. Also, was halt gestorben ist, was stark ist, ne? Was wir nicht kennen. Wir gucken mal. So. Er hat noch einen Ork mit auf dem Feld, okay. Gut, was haben wir denn hier? Den Clockwork. Okay. Vorerst. Den haben wir mit aufs Feld. Einfacher Grund, Human Bonus. Der Human Bonus hat ja eine Änderung. Und zwar ist es jetzt so, dass wir silencen, statt zu disarmen. Und das ist vielleicht sogar besser. Er hat den Silence noch drauf. Beide haben den Silence. Jetzt hat er erst seinen Stun. Soweit okay. Kannst du einen guten Stun raushauen, bitte? Okay, nicht mal so vonnöten. Dass er immer noch so stark ist, wundert mich. 42 Gold, okay, er hält gut aus. Jetzt kaufen wir natürlich wieder relativ viel, aber nichts, was wir halt nicht kaufen müssen, um ehrlich zu sein. Wir könnten uns überlegen, unseren Sand King zu verkaufen und dafür Beastmaster aufs Feld, Venomancer aufs Feld zu stellen. Und ich glaube sogar, das tun wir. Denn, ich mag es, dass da so viel Scheiße spawnt.
Das ist mir halt ein bisschen mehr wert gerade als der Stun. Und wir haben ihn näher an Level 2 als Sand King. Gegen eBay, auch mit seinem Timbersaw. Er hat jetzt einen 2er Chaos Knight. Hatte den, als wir eben gegen ihn gekämpft haben, auch schon? Ich glaube nicht. Nicht gut für uns aus. Ja, nee, das schaffen wir leider nicht. Schade. Aber nicht so wild. Was hast du für Items? Okay. Jetzt haben wir leider gar nichts. Schade. Ne. Okay. Jedenfalls sind wir über 20 Gold. Soll ich mein Income irgendwie fixen? Ne. Ich würde jetzt nichts verkaufen. Auch den Tinker nicht. Ich meine, der wird uns jetzt auch nichts bringen. Das sind halt 2 Gold, die wir wieder kriegen. Runde 15. Ach, boy. Wieder vergessen. Dadurch ist er Venomancer einfach draufgegangen, ohne irgendwas zu leisten. Leider auch unser Dragon Knight. Er hat nochmal 2 Attacks rausgehauen, aber das war's. Das dürfen wir vielleicht schaffen. Ja. Dürfen wir sogar schaffen. Nice. Gib uns Claws. Die Krone. Machen wir so. Mithrilhammer geben wir unserem Troll. Alle am Fighten hier. Undead Warlock. Here's pus in your eye. Ich überlege tatsächlich gerade, ob wir 3 Warlocks aufs Feld bringen können, irgendwie. Ich wüsste jetzt nur leider nicht... Oh, wir haben 2. Doch, wir haben ja schon 2. Wir haben schon 2. Das bedeutet, das wäre unser dritter. Das ist super nice, wenn wir nämlich ein Level-Up haben. So, da haben wir dann nämlich den Lifesteal von den Warlocks. Und das ist gerade mit dem Troll eigentlich ziemlich gut. Oh, er hat Lone Druid. Aber er steht sehr weit hinten, das heißt, sein Bär spawnt sehr, sehr spät. Kannst du nochmal eine Ulti machen, Timbersaw? Mega nice. Yes. Ist hier noch down? Ja. Ah, schade. Okay. Nächste Runde könnte irgendwas Gutes passieren, wie zum Beispiel ein Lycan, ein Venomancer. Oder auch nichts dergleichen. Kann genauso passieren. Ja, wir können hier nichts kaufen oder verkaufen. Alles, was ich brauche, ich möchte natürlich auf 1 kommen. Das bedeutet, wir müssen irgendwie auf Level 3 Timbersaw kommen, Level 3 Clockwork oder so. Er ist am Havern hier, der Boy. Ja, natürlich ziemlich lucky hier, was er alles gekriegt hat. Vor allem das, was auf dem Feld steht, ne? Er braucht noch 2 auf dem Level 3er zu bekommen. Beastmaster ist super stark, schon im Level 2er Stadium. Komm, mach den Necro weg. Gut. Jetzt geh auf den Batrider. Fuck. Ah, ich bin jetzt zurzeit wieder sehr schwach. Level 2er Viper. Hat die... Oh Gott. Hat die Ward... Den Ward tatsächlich geultet. Okay. 2 Runden in Folge ist schon belastend. But alright, wir haben eine Losing Streak. Immerhin, so das ist etwas. Und wir sind nächste Runde auf Level 5, also mit Gold 50 unterwegs. Ja, es ist ein bisschen schade. Aber okay. Sobald wir den Necro aufs Feld stellen, oder noch besser wäre ein Alchemist für den Goblin-Bonus, dann den wir zusätzlich einfach nur kriegen würden. Ja, wobei, ich glaube, der Heal von Necro ist schon um einiges mehr wert als der Schaden von Alchemist. Wenn wir schon den Warlock-Bonus bringen, wegen dem Heal. Okay,
Okay, das ist okay, dass die Viper den Witch Doctor geultet hat. Der ist sowieso nicht so toll. Ich würde gerne verlieren die Runde. Just saying. Okay, er ist gehext. Tatsächlich, unser Tank ist soweit ganz gut. Also, wenn wir noch einen töten, wäre es gut. Zwei töten wäre perfekt. Wir verlieren. Wir gewinnen. Naja, okay. Beschweren kann ich mich da auch nicht, ne? Gut. Jetzt haben wir wieder 49 Gold. Lohnt sich noch nicht. Wir spielen das jetzt safe mit dem Gold. Ich kann das nicht riskieren, großartig. Damit meine ich, ich kann jetzt nicht wieder auf 30 Gold runtergehen, nur weil ich halt XP haben will, um halt ein Level, also noch einen Creep reinzubringen. Und das ist, es wäre ein Peak auf jeden Fall, aber nicht so extrem, würde ich sagen. 3 Warlock ist gut, aber nichts, was uns jetzt die nächsten 5 Runden safe hat. Oh, wir kämpfen gegen Shaolin hier. Wenn wir 3 oder 4 Creeps wegmachen können, wäre es insane, aber das glaube ich fast nicht. Einen haben wir. 2 haben wir. Ja, okay. Mehr ging nicht. 12 Damage. Er kämpft gegen uns, tatsächlich, hier. Verliert. Der eBay. Komm, gib uns mal einen Lucky Round. Behold my time to shove off. Den hatten wir auf dem Feld wegen dem Human Bonus. Und ich denke, jetzt löschen wir ihn auch raus. Während ich gesagt habe, ich denke, habe ich schon getan. Venomancer 2, ja, den suche ich auch noch. Ganz dringend. Ich habe überlegt, auf einmal XP zu kaufen. Weil 49 Gold, wenn wir gewinnen, ne, bla, aber macht gar keinen Sinn, gerade wenn du in dieser Runde bist. Kann mir jetzt eine Claw kriegen, bitte? Please, der Stun kommt gut, das ist wichtig. Kannst du nochmal einen Ward spawnen? Ja, sehr gut. Ja, schaffen wir. Oder? Du hast bestimmt eine Claw gehabt. Okay. Bleep, bloop. I am a robot. Yeah, just kidding. Fuck. Ja, okay. Zack. Zack. I am a robot. Soweit noch alles okay. Yeah, just kidding. Ups. Geben wir ihn 2. Ne, geben wir nicht. Geben wir nicht. Gut, wir haben jetzt den Warlock-Bonus. Er will 3er Shadow-Schamane. Unser Troll wurde tatsächlich gehext, aber unser Schiff kommt. Perfekt. Besser konnte es nicht werden. Der Silence, okay. Nicht so essentiell. Der Stun, bitte nicht auf... Ja, okay. Bitte nicht auf Troll. Wir gewinnen. Gut. Und das war ein starkes Gegnerteam auf jeden Fall. War schon nicht schlecht, war schon nicht schlecht. Der Boy ist raus. Wir sind Top 3 und das mit unter 50 HP. Interessant. Er ist immer noch auf 100 HP. Ich bin sehr gespannt, ob er die 100er Runde macht. Aber ich glaube nicht dran. Okay. Das ist schade. Ihn werde ich jetzt ignorieren. Okay, pass auf. Okay, das ist belastend. Time to shove off. Das war eine schwere Entscheidung. Denn gerade Timbersaw ist ein starker Tank. Aber ich musste was rauslöschen. Denn ich habe darauf gegambelt, dass ich ein Clockwork kriege, oder eine Medusa kriege, oder ein Lycan kriege, oder ein Venomancer kriege, sodass ich die aufs Feld bringen kann. Und halt Platz habe auf dem. Holy shit. Platz habe. 17. Er hat halt sein Beastmaster 3. Er hat 2 X Level 2. Es ist auch kein Wunder, dass er alles crushed, Alter. Und er natürlich auch hier so eine fucking Medusa geblockt, ey. Wenn wir gegen ihn nicht nochmal antreten, dann ist okay, aber
zweimal noch gegen gespielt, wir sind raus aus dem Game. Ja, ich muss halt schauen, dass ich hier was mache, ne? Alright. Gut, ich glaube, es wird Zeit, wir müssen das so jetzt investieren. Und nicht erst nächste Runde. Okay, der ist ein Liken. Ich hatte kurz Sorge, dass ich jetzt auch den hier nicht kaufen kann. Wir refreshen. Da ist unser Venomancer. Den blocken wir jetzt. Also wir locken den Roll. Wir haben 8 von 9. Ärgerlich. Okay, vielleicht war es nicht so schlimm. Es sieht nicht ganz so schlimm aus. Das Schiff kommt gut. Ja, das sollten wir schaffen. Ja, sehr gut. Okay, das war wieder ja, so ein Flüchtigkeitsfehler von mir. Das ist die Medusa, die brauchen wir auch auf jeden Fall. Aber Glock ist halt so nah dran. Okay, das locken wir. Wir können wieder einen aufs Feld stellen, ich weiß. Und wir stellen aufs Feld. Wir haben keinen Naga-Bonus dadurch. Will ich noch einen Clockwork für den Mech-Bonus und den Tank? I don't think so. Wir gehen mit der Naga. Nächste Runde Medusa 2. Das ist auf jeden Fall ein Peak. Ziemlich guter sogar. Wir geben es Lycan. Kämpfen gegen Holo. Jedenfalls nicht gegen Zing-Zang. Er hat einen Tide-Hunter. Okay, er wird halt nur stärker, ne? Das muss man einfach mal sagen. Er hat 41 Gold und wird nur stärker. Verliert er? Nee. Aber es ist nicht super eindeutig. Hoffentlich gewinnen wir das. Wir können uns das nämlich nicht erlauben zu verlieren. Die Medusa-Ulti kommt gut. Ja, das gewinnen wir. Perfekt. Alrighty, alrighty, alrighty. Puh. Behold my beauty. When I was beautiful, I never knew what I was missing. Missing. Wir werden jetzt nicht refreshen. Ich muss sortieren hier. Stehen die gut? Es geht. Müssen wir mal schauen, wie sich. Ah, 25, Free Round. Okay, das ist gut. Ey, nice. Da sind doch die Klingen. Müssen wir aufpassen, dass wir es nicht den Falschen geben. Hier wollen wir ihn nämlich gleich geben. Liken, glaube ich nicht. Glaube ich nicht die richtige Entscheidung. Zack, jetzt hat er gleich ein Crystallis. Und den Plate geben wir. Geben wir Clockwork. Einfach weil wir ihn definitiv noch auf 3 bringen werden. Irgendwie, hoffentlich. Timbersaw 3. Oh shit. Oh shit. Und er hat auch Clockwork fast 3. Und ein Bounty Hunter fast 3. Alright. Starker Gegner auf jeden Fall. Hoffentlich kämpfen wir nicht gegen ihn, sondern gegen Holomodo. Sterix. Zweiter Platz. Level 3 an Juggernaut. Hat einen Hunter-Bonus. Ah, meine Medusa macht aber Work. Ah, die Ulti gehen auf meinen Ward. Das war sehr, sehr gut. Okay, den haben wir. Ist das schon 10? Ne, er ist noch nicht aufgelevelt auf Level 10. Er hat noch seine 100er, oder? Krass, wenn er schafft. Ich habe das zweimal bis dato geschafft. Nichts, was wir brauchen. Belastend. Aber wir sind gerade relativ strong. Refreshlich. Nein. Ich würde sagen, wir investieren das nächste Mal, wenn wir verlieren. Und wir werden keine 30 Damage kassieren, oder? Ein
Troll Warlord wäre noch ganz sweet. Level 2 wäre auf jeden Fall ein Peak. Arish Masan wird platzierter. Wieso macht er so viel Damage? Ja, auch damit. Okay. Leider kein Damage mehr. Er hat Level 2 an Troll, natürlich hat er das. Dann werden wir schon investieren. Ich habe gesagt, wir müssen nichts mehr verlieren. 23 Damage, können wir die kassieren? Nee. Oh, er ist nicht mehr. Nicht mehr 100 HP. Keine 100er Runde für ihn. Also, Kunkka, Troll, Glock. Die drei brauchen wir noch. Und natürlich ein paar davon. Alright, boys. Let's get it. Bleep, bloop. I am a robot. Yeah, just kidding. I am the new Mark II Rattletap. Yeah, just kidding. Time to shove off. Step lively now. Your admiral is on board. Okay. Techies. Techies wäre ganz sweet. Wir hatten nämlich automatisch auf ihn Mac und natürlich den Goblin-Bonus. Und das ist halt generell sehr stark. Aber auf Level 10 kommen wir so schnell nicht. Denn wir brauchen dafür 50 Gold knapp. Nicht mehr. Wir brauchen 45 Gold. Okay. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Verliert irgendjemand gegen uns? Hat irgendjemand gegen uns? Wir hatten gegen uns gespielt, sag mal. Ah, jetzt. Oh. Oh, okay, er ist gegen uns rausgeflogen. Sehr gut, das gefällt mir noch. Tekis 2 würden wir reinstellen gegen Timmerson, definitiv. Kämpft er noch? Fuck, keiner kämpft mehr. Okay, chillen wir halt die nächsten 20 Sekunden hier. Gameplan. Gameplan sieht wie folgt aus. Wenn er auf Level... Wir könnten ihn... Nee, wir tauschen ihn jetzt nicht ein, oder? Gegen Timmerson. Wir haben jetzt Clockwork als Tank. Aber... 2800 HP. Ne, Moment. 1600 HP. Das ist schon ein großer Unterschied. Here's pus in your eye. Lich Undead. Habe ich die eigentlich die ganze Zeit weggeklickt? Kann das sein? Ich erinnere mich nicht dran, dass ich davon noch einen gesehen habe, aber das heißt nicht, dass wir sie nicht hatten. Okay. Den haben wir, glaube ich, verloren. Ja. Er hat einen Level 3er Draw, deswegen wahrscheinlich. Aber der Level 3er Draw hat gerade kassiert. Gut. Reroll war so ein bisschen unnecessary, aber. Scholz, ne? Wir haben ja das Gold. Nicht. Runde 30. Wer ist denn Runde 30 hier nochmal am Start? Sind es die Lizards? Die Lizards sind es, oder? Die Lizards sind pretty damn strong. Mal gucken, ob wir dagegen was machen können. Wir haben sonst keinen Stun, außer dem von Kunkka und Medusa. Die Wölfe sind da. Der Stun kommt natürlich. Oh, Demon Edge. Demon Edge reicht für einen Dedalus, richtig? Perfektomatico. Jetzt brauchen wir dringendst einen weiteren Troll. Geben wir ihm auch. Nehmen wir ihm. Wir brauchen dringend einen Troll. Noch eine Medusa lock ich dafür. Ja, wahrscheinlich schon. Na, lock mit. Na komm. Behold my beauty. Weg mit Techies. Ich muss wohl gleich auf. Okay.
gegen Chiang Lang. Wir gewinnen das vielleicht sogar. Tatsächlich gewinnen wir das. What the heck? Okay. Ja, der Troll ist halt krass, ne? Aber der braucht halt unbedingt ein Level up. Come on, Baby. Wo bist du, mein Schätzelein? Oder mein Necro, ne? Ah ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt, Baby, komm, Troll. Da ist die Medusa wieder. Komm schon, Troll. Da ist er. Besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Daedalus und Maelstrom. Das ist insane. Er muss halt nur lange überleben. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter zurückstellen. I don't know. Wir müssen mal gucken. Wegen den Zeithunter. Oh, guck dir das an, wie er weggeschnetzelt wird. Er macht so viel Damage. Er macht so viel Damage. Wir bräuchten jetzt noch ein Dingsbums hier. Wie heißt das genau? Hyperstone. Okay, wir gewinnen. Wird er gegen uns gewinnen? Nee. Er kassiert richtig von uns. Sweet. Alright. Aber wir haben halt nichts mehr, um reinzubuttern, ne? Das muss man halt auch einfach mal sagen. Wir chillen. Wir chillen jetzt. Wir lassen es drauf ankommen, dass wir jetzt Gold regenerieren. Das ist sehr spät dafür, aber wir sind gerade in einem Peak, wo uns keiner besiegen kann. Und das nutzen wir so lange aus, wie wir können. Denn ich werde keine 23 Damage auf einmal fangen. Hoffe ich. Man weiß es nie. Es kann sein, dass es schnell vorbei ist. Wir hoffen es einfach nicht. Draw 3. Okay. Ja, ist natürlich gut, aber nicht insane. Zeithunter 2 wäre zum Beispiel kritisch. Was hat denn der noch auf der Bank stehen? Okay, die Draw 3 wäre auch kritisch. Wir kämpfen auch gegen ihn. Die Ulti kam gut von ihm. Der Boy, der muss überleben. Ah, guck mal, wie er ihn halt wegputzt, ne? Guck dir das an, Alter. Der Crit, 1000er Crit. 1000er Crit. Das ist krass. Ich überlege für den, wir kaufen jetzt Disruptor, weil wir nicht so sowieso auf 20 Gold kommen, falls wir gewinnen sollten, noch im Spiel sind. Ich habe ihn jetzt gekauft, weil ich als 10. Creep ja noch dann einen offen habe. Falls wir es schaffen sollten, auf 10 zu kommen, würde ich dann natürlich einen Disruptor 2 gerne auf dem Feld haben, ne? Ein Silence für seinen ganzen Kram hier, ein Silence für seinen ganzen Kram hier. Falls es aber nicht der Fall sein sollte, oder falls es der Fall sein sollte, dass wir halt zum Beispiel einen Techies, ein Enigma oder sowas kriegen, irgendwas Level 5 mäßiges, würde ich natürlich auch dann eher dann dazu tendieren. Er hat noch ein Level 1er Disruptor, das ist sehr gut. Oh, wir verlieren das. Unser Troll ist noch im Leben, aber ah, er wird gestunt. Und unser Medusa kam sehr spät. Oh shit. Okay. Okay, 14. Au, Runde 35. Der Drache. Dich stellen wir hier irgendwie so. Oh, stellen wir dich mal an die Seite, sodass du so lange wie möglich draufballern kannst, Bruder. Also Medusa stellen wir mal hier hin. Die Kokosnuss bringt uns nicht allzu viel. Einen kleinen Mini-Stun. Aber passt schon. Gegen wen hatten wir gerade so hart verloren? Gegen Arim. Die Sau wird halt nicht zum Stein. Belastend. Trotzdem schaffen wir das. Hyperstone! Gott im Glauben. Ist nicht so nice. 250 Mana Rack. Geben wir ihm. Wenn er länger überlebt, ist sehr gut für uns. Medusa haben wir hier hin. Stellen gerade mal ein bisschen um. Stellen wir neben ihn, falls er ihn, dass er ihn ein bisschen heilen kann. Lycan an die Seite, Kokosnuss an die Seite. Nichts, was wir brauchen. Wir chillen jetzt. Komm, please. Please, lass uns noch mindestens eine Runde überleben. Wir haben noch 10 AP. Das ist nicht viel. Wir könnten jetzt rausfliegen. Gegen Zang. Zwei Titaners. Einer wurde gecrittet. Der hat keine Ulti rausgehauen. Das ist sehr gut. Das Schiff kommt gut, bevor er seine Ulti macht. Okay.
Jetzt kommt sie. Unser, der Beastmaster muss langsam mal weg. Okay. Unser Troll ist noch am Leben. Kassiert natürlich jetzt gut, aber er haut raus. Er haut gut raus. Komm schon, Kritte. 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 Okay, alles cool. Alles cool. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Alright. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir dürften das nicht schaffen, oder? Wir schaffen es. Disruptor ausfällt. Wir haben, Alter, haben wir den überhaupt nochmal gesehen, sag mal? Haben wir eigentlich noch einen Warlock, dass wir den ersetzen können, sag mal? Eins, zwei und drei. Tatsächlich. Hm. Oh. Okay, zwei Medusas auf jeden Fall eher. Zwei Level 2 Medusas wäre sick, wenn wir es schaffen sollten, aber wir kämpfen wieder gegen ihn und er hat uns richtig rasiert. Und unser Troll ist leider gesilenced gerade, aber Medusa haut eine gute Ulti raus. Der Troll jetzt, MVP maybe, gegen den Troll, reicht nicht. Wir sind raus. 1 HP! Wir sind nicht raus, Boys. Wir sind nicht raus. Okay. Komm, Medusa. Oh. Fuck. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Kann einer von den beiden gewesen sein. Muss nicht ein anderer gewesen sein. Ich sag's nur. Fuck. Okay. Vielleicht kann die Medusa was regeln. Wahrscheinlich eher nicht. Aber guck mal. Es ist ein spannender Kampf, definitiv. Ja, das kam schon sehr gut. Die andere Medusa ist, by the way, schon dead as fuck. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Springt jetzt aus der Ulti da raus. Unser Troll ist noch am Leben, aber es wird wohl nicht reichen. Kritte, Kritte, was ein Zeuggeld. Das reicht nicht. Er überlebt. Er hat auch überlebt. Aber wir sind raus. Jetzt Batman! Aber... war gar nicht so übel. Wir sind auf jeden Fall gut zurückgekommen. Wir gucken uns das mal bis zum Ende an. Bin sehr gespannt, wer gewinnt. Der Bauer 9, Bishop 2 und Wiesen Knight 5. Aber breiter hätte das nicht gefächert werden sein, ne? Gefächert sein können. Medusa 2 hat er jetzt. Sag mal. So, Origin Sounds hier, tut mir leid. Wir hätten gute Items auf dem Troll. Fuck, Mann, ey. Ja, der Witch Doctor war so ein bisschen useless. Er hat uns den Trollbonus gegeben, was sehr, sehr viel gebracht hat, definitiv. Aber, naja. Ihr wisst ja, wie das ist. Ja, die Medusa 2 könnte einen guten Unterschied machen. Ja, das sieht auch aus. Das wird das GG sein. Ist das 10 AP? Ja. Da hat der Bauer 9 gewonnen. Hat er alle rasiert. Nicht schlecht, nicht schlecht. 5 Candies hat er sogar bekommen. Wahrscheinlich wegen den Unterschieden der Ränge oder so. Das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Wenn ja, lasst ein Like da. Und abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Wir sind bei 111.111. 111.111. Nice. Hau rein.